Wir kommen immer näher an Cortex Luftschiff hier. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bandicoot. The Lab steht an. Das konnte ich irgendwie noch nie besonders. Aber wir müssen es jetzt leider können. Da habe ich ja immer auch immer so ein perfektes Händchen für das Timing. Also ich überlege gerade. Weil ich habe auf jeden Fall ja mal gelesen, das Slippery Climb das einzige Level ist, was kein Pendant hat. Also es hätte ja eigentlich eins gehabt, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Stormy Ascent und so. Da warte ich jetzt lieber nochmal. Da ist aber kein Tor, was zugeht, oder wie? Offenbar nicht. Gut, dann machen wir es jetzt. Jetzt. Nee, aber das Pendant zu diesem Level hier. Man muss sich kaputt springen. Ja, sorry, das wusste ich nicht mehr. Manche könnte man, glaube ich, auch zurückschlagen, wenn ich mich nicht täusche. Aber halt nicht alle. Okay. Ja, auf jeden Fall, das Pendant zu diesem hier ist natürlich dann Cortex Power. Ich überlege halt nur gerade, was denn dann das Pendant zu, Generator Room ist. Hat das überhaupt eins? Überlege ich jetzt gerade ernsthaft. Ich meine, es ist ja eigentlich auch eher so ein einzelnes Level. Und Toxic Waste ja eigentlich auch. Vielleicht kann man die irgendwie so zusammenfassen, dass das... vielleicht mehr oder weniger Pendants sind. Auch wenn sie jetzt eigentlich nicht so mit so viel miteinander zu tun haben. Hier ist eine TNT-Kiste, das wusste ich noch. Ja. Das kann man ja vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, einfach. Allein aus dem Kontext so. Ich meine, es ist die Folgen direkt aufeinander und sind beide ja irgendwie schon so ein bisschen. Ja, vom Level Design her sind sie verschieden von der vom eigentlichen Level Aufbau, sage ich mal, sind sie verschieden. Beim einen kommt Fässer auf einen zugerollt, 88%, okay. Hätten mit ein bisschen mehr gerechnet vom Level Fortschritt her, um ehrlich zu sein. Aber okay. 30 von 32 Level haben wir. Ich weiß jetzt nie, ob das Level, was wir hier gerade machen, auch schon inklusive ist. Das weiß ich nie. Eins, was uns noch fehlt, ist auf jeden Fall Whole Hog. Also das zweite Geheimlevel, das haben wir noch gar nicht gemacht. Und The Great Hall wird, glaube ich, auch nochmal als eigenes Level gezählt. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass wir tatsächlich, dass dieses Level hier schon damit einberechnet ist in den 30 Leveln. Aber bei der 32 erkennt man auch nochmal schön, dass es wirklich so eine symmetrische Anzahl ist an Leveln. Oh, ihr Spratzelspasten. Ja. Slippery Climb kann man dann quasi mit Great Hall zusammen tun, damit man wieder eine gerade Anzahl hat und sowas. Gut, das ist eigentlich ein bisschen unnötig. So, dich muss ich erstmal töten. Die kommen ja auch leider wieder. Genau. Da hat man es gesehen. Aber das fand ich immer kacke. Nicht so schlimm, aber auch schon nicht so eine leichte Stelle. Aber die schwierigen Stellen kommen jetzt erstmal. Ich habe auch gar keine Maske, fällt mir auf. Wieso das denn nicht? Finde ich nicht nett. Der alte Trick. Der Griff in die Trickkiste. Oh Mann. Das fand ich immer extrem scheiße, weil da das Timing von beidem passen muss. Wir machen das jetzt. Und es hat nicht gepasst. Na herrlich. Also neu. Ja, wie gesagt, das Level kann nochmal richtig, richtig abfacken. Aber jetzt sage ich zum letzten Mal, das ist auch eigentlich wirklich das letzte Level, was uns vor Probleme stellen kann. Die anderen dürften eigentlich nicht das Problem werden. Und das habe ich auch schon... Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich wusste das. Das habe ich auch nochmal gesagt, schon ganz oft hier, ne? Nature Fortress. Davor habe ich noch... Ja, relativ viel Angst sogar. Das habe ich geschafft, obwohl ich den... Ja, sehr schön. Neu. 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 Dafür habe ich noch ein bisschen Respekt, aber sonst ist da jetzt nicht mehr wirklich was, was mir Sorgen bereitet. Also ich glaube, wenn man die Dinger besiegt, dann kommen die nicht wieder, oder? Oder dann dauert es vielleicht einfach nur länger. Sie kommen auf jeden Fall nicht direkt wieder. Wenn sie allerdings an einem vorbeispringen, dann kommen sie direkt wieder. Ich denke, das kann man festhalten. Bam, 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 bam. So. Ja, wieder meine sehr schönen Nitro-TNT-Simulationsgeräusche.
Nee, aber die sind hier echt sehr geizig mit Masken. Das finde ich schade, weil die könnte ich hier gerade gebrauchen. Im Gegensatz zu so Leveln wie Cortex Power, wo ich ja ganz gerne mal eine einfach weggeschleudert habe, weil ich sie einfach überhaupt nicht gebrauchen konnte. Weil es mich bei meinen Plänen eher behindert hat. Naja. Okay. So. Puh, das war schon wieder knapp in dem Rhythmus von den Spratzeldingern da. Tschüss. Mein Gott. So. Okay, so, und jetzt sind wir auch schon wieder da. Bei meiner Lieblingsstelle. Ich kann auch einfach unglaublich schlecht abschätzen, wann wir ein gutes Timing haben und wann nicht. Das war Glück, dass der mich nicht so weit verfolgt hat und dann auch aufgehört hat zu spratzeln. Also man kann das Ganze schon noch ein bisschen irgendwie beeinflussen, ein bisschen hinauszögern, sonst was. Das fand ich immer extrem scheiße wegen dem Schleimi da. Ja, okay, der kommt direkt wieder. Auch wenn man ihn besiegt. Und jetzt bin ich... Ich hab die Dinger nicht mal richtig berührt. Ich bin eigentlich über die Dinger drüber gesprungen. Nein. Ach man, Lebensverlust. Unnötig. Ah, das ist einfach so eine Kackstelle. Weil die Typen so direkt wieder spawnen. Man sich aber vor allem einfach auf den Rhythmus da konzentrieren muss. Und man hat einfach nicht... Man hat einfach nicht so die, die Zeit dafür, sich auf den Schleimi da zu konzentrieren. Und vor allem ist es auch immer so ein Unruheherd. Der springt nicht immer an die gleiche Stelle, sondern der springt dann auch gerne an andere Stellen. So dass man sich dann nie sicher sein kann, dass man den an einer Stelle immer besiegen kann. Man muss dann wirklich gucken, ne, wo springt der jetzt hin? Aber dafür hat man einfach nicht das Auge. Da kann man nicht drauf achten. Man muss auf die scheiß Laserkack da achten. Auf die Laserkack, genau. Das war schon fast ein bisschen früh. So, hier kaputt. So. Oberfrüchte sind überbewertet. Ah, ich warte lieber nochmal eine Runde. Bevor die Tür mich zerquetscht. Hatten wir schon mal. Nicht heute, aber im Let's Play. Die Stellen hier sind auch alle noch kein Problem, aber wenn sich das dann alles auf einen Haufen konzentriert. Wenn dann diese Spratzeleinis kommen, wenn diese springenden Dinger kommen und wenn die Laserfallen kommen, dann am besten noch eine Bodenfalle und die Türe. Dann hat man hier echt die Kacke am Dampfen. Und das ist ja leider an mehreren Stellen der Fall. Was das Ganze ja so unglaublich schwierig macht. Das sollte noch kein Problem sein. Ist es auch nicht. Wenn wir mal ehrlich sind, so auch kein Ding hier. War hier nicht mal was? Hier waren noch die TNT-Kisten, kann das sein? Ja, ja, und hier sind wir dann wieder. Moment. Hat der Typ mich jetzt... Das müsste ich mir nochmal anschauen. Ich meine, ich war nämlich zu weit von diesen Laserdingern weg, aber der Typ hat ja gar nicht gespratzelt. Das ist das, was ich nicht verstehe jetzt. Genau, bei dem... Naja. Bei dem Tod. Naja. Solche Tode... Bleiben keine Seltenheit hier. Einfach immer weiter. Der war doch gerade mit seinem Rhythmus fertig. Das habe ich doch genau gesehen. Ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gesehen. Ist ja okay, aber... Okay, die haben einfach einen extrem schnellen Rhythmus zweimal hintereinander und dann haben sie wieder einen langsamen Rhythmus. Ich verstehe es nicht genau. Die wollen mich da einfach nur verarschen. Weiß ich auch nicht wieso. Damit ich ja anhalte und nicht zu schnell durchgehe. Da auch schon wieder. Nee, ich warte. Hab ich jetzt locker geschafft, okay. Kann man ja nie wissen. So. Warum mache ich das so, damit ich was zu tun habe, und zwar die Kisten zerstören, während die TNT-Kiste explodiert. Deswegen mache ich das eigentlich nur. Ich meine, ist ja Wumpe, ob man jetzt erst die Kisten vorne zerstört oder erst die Kisten hinten bei der TNT-Kiste. Hauptsache, man zerstört alle. That's the only thing that that counts. Okay. Oh, ai, ai, ai. Nein. Heute nicht. Mach doch, mein Gott.
So, und da sind wir schon wieder bei dem hier. Einfach weiterrennen, ist die beste Medizin bei dir. Hier sind die TNT-Kisten schon wieder weg, das finde ich sehr schön. So. Und jetzt geht's wieder los. Einen Rhythmus warte ich noch. Und dann versuchen wir es wieder auf gut Glück. Ah, der hätte fast gespratzelt, das war ziemlich knapp. Aber ich habe es noch geschafft vom Rhythmus her. Was mich sehr freut. Perfekt, das hat auch wieder gepasst. Und jetzt sind wir wieder an meiner Lieblingsstelle hier mit meinem Lieblingsflummi hier. Einfach weiter, einfach weiter. Dankeschön. Sehr gut. Ich glaube, so viel kommt gar nicht mehr. Ich kann mich aber täuschen. Ich muss hier erstmal warten und muss mir das angucken. Ah, Moment, ich muss vor allem hören. Hören muss ich. Einen warte ich noch. Jetzt. Oh, mein Gott, wie habe ich das denn geschafft? Das ist das Ziel. So, warten. Nicht voreilig reinspringen und reinspringen. So, bitte lass mich alles gehabt haben, dann bin ich sehr fröhlich und glücklich und sonst was. Dankeschön! Jawohl, 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 jawohl! Es ist geil. Es ist richtig geil. Und jetzt erwarte ich aber auch einen gewissen Edelstein. Und meine Erwartungen wurden erfüllt. Es ist tatsächlich dieser Zitronengelbe, wie ich nenne. Und der gibt mir das 89%. Excellent! Ah, sehr schön. Mal gucken, nimmt auf, eine Stunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles passt wunderbar. Okay, Sound wird auch aufgenommen, muss ich kurz checken. Hoffe, ihr habt jetzt nicht doppelt gehört. Nein! Jetzt habe ich meine Pringles-Soße umgeschmissen. Und hier können wir jetzt in The Great Hall. Möchten wir aber nicht. Noch nicht. So, hier haben wir alles. Ein sehr, sehr schöner Anblick. In Lightsword allerdings nicht. Und da werden wir jetzt direkt noch alles holen. Und dann dürften wir auf der dritten Insel auch alles haben. Also was heißt, wir holen uns das gerade mal. Das klingt schon wieder richtig scheiße. Es ist das Pendant zu Fumbling in the Dark. Deswegen würde ich da jetzt nicht den Mund so voll nehmen. Aber es... Hallo? Aber es ist ja das einfachere Level von den beiden. Ähnlich wie bei The Lost City und Sunset Vista. Ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad her kann man das auch ungefähr vergleichen. Bei Sunset Vista hat man ja keinen Vergleich, ne? Bei Sunset Vista, bei Slippery Climb meine ich natürlich. So. Und ich bin ja hier auch eigentlich sehr souverän durchgekommen, wo ich das, beim ersten Mal hier gemacht habe. Wo ich noch dachte, ich kann hier alles holen. Da bin ich ja auch eigentlich sehr gut durchgekommen. Ich hoffe nur, ich kriege auch gleich die Plattform mit. Doch, also ich denke schon. Die war aber irgendwo einfach zwischen den Plattformen, glaube ich, mal versteckt. Ich weiß aber nicht genau wo. Ich weiß auch nicht, wie lang das Level war. Es ging ja eigentlich, ne? Es war nicht wirklich lang. Oder? Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Es müsste schon bald kommen, würde ich instinktiv behaupten. Hier jetzt gleich so. Ja, ja, tatsächlich. Und ich weiß noch genau, da geht's ein Turm hinauf. Das weiß ich. Und ja, Cortex, genau. Und ein Akku-Akku. Ah, da habe ich mich auch gefragt. Kann ich das Levelende benutzen oder nicht? Ich weiß die Antwort leider immer noch nicht. Aber ich glaube, die Plattform war ja jetzt sowieso weg und man kann gar nicht mehr zurück. Und ich meine, man kann das Level ja einfach so verlassen, ne? War das so? Genau, sehr gut. Sehr gut. Dann war das echt ein absoluter Klacks. Wir haben das nur locker in dem Part hier geschafft nach The Lab. Hervorragend. Besser geht's nicht. Also das ist, da lege ich mich jetzt fest, für den Edelstein. Oh, es fehlt ja sogar noch ein farbiger, das wusste ich gar nicht. Sehr gut. Ja, aber das ist wirklich, wenn wir den Edelstein holen wollen, das leichteste Level auf der dritten Insel. Definitiv. Nee, aber das weiß ich noch ganz genau, weil ich da beim Schneiden mal Probleme hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was da los war. Vielleicht hat auch mein Grabber irgendwie versagt gehabt und ich habe da irgendwie ein bisschen Videomaterial nicht gehabt. Auf jeden Fall, irgendwas war da mit dem Turm. Irgendwas beim Schneiden, das weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall. Aber die Edelsteine sehen schon sehr ähnlich aus, oder? Muss man mal sagen. Der hier noch ein bisschen mehr Richtung Weiß, der hier ein bisschen mehr Richtung Rot. Aber im Endeffekt sind beide pink. Naja, ist auch egal. Pinstripe hat keinen Edelstein hier. Den sieht man fast gar nicht, aber hier ist der blaue Edelstein. Sehr komische. Cremegelbe, so nenne ich ihn jetzt mal.
sieht so ein bisschen nach Seife aus. Und dann sind wir auf der dritten Insel auch schon fertig. So, Kuala Kong haben wir geschafft. Sunset Vista haben wir geschafft. Boulder Dash, da fehlt noch was. Und auch hier Whole Hog. Ich hatte recht, das Level hieß genauso. Also, wir haben noch Whole Hog zu tun. Wir haben noch Boulder Dash zu tun. Wir haben noch Road to Nowhere zu tun. Road to Nowhere, das kommt ja auch noch. Das habe ich total vergessen. Okay, das gibt auch noch mal Probleme. Okay, das gibt noch mal Probleme. Ripperoo, Up the Creek. Haben wir alles erledigt. Dann Nature Fortress. Und Hog Wild ist, glaube ich, somit das einzige Level, was wir überhaupt geschafft haben. Und Insanity Beach. Rolling Stones fehlt nämlich noch. Upstream fehlt noch. Hier muss dann noch irgendwo noch The Great Gate, genau. Und dann auch noch Jungle Rollers fehlen. Und Insanity Beach haben wir, ja. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Level dürften wir eigentlich alle in ein, zwei Parts hinbekommen. 6, 7, 8 Level fehlen jetzt noch, die wir auf 100% bringen müssen. Und dann haben wir 100%, beziehungsweise close to. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich schon 100% haben. Wir müssen wahrscheinlich noch gegen Cortex kämpfen und so. Das werden wir natürlich machen und dann ziehen wir uns auch direkt danach das optionale Ende rein und damit endet dann das Replay schon. Ja, insgesamt bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Ich bin gespannt, wie die letzten noch werden hier, vor allem mit Road to Nowhere und Nature Fortress. Das könnte mal sehr interessant werden, aber auch Whole Hog und Boulder Dash wird sicherlich auch noch mal ein bisschen kniffliger. Obwohl Boulder Dash eigentlich nicht, nee. Boulder Dash, nee, das kriegen wir ganz easy hin und das ist jetzt hoffentlich kein schlechtes Karma. Das müssten wir eigentlich wirklich locker hinbekommen. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, tschüss.